die Schweizer Bevölkerung sehr fleißig, ganze Sommer. Sie sind ruhig in den Hau. Sie schauen die Uhr, genaue Mechanik. Darum Uhren der Schweiz sehr extrem gut und sehr genau. Das ist meine Bin über zwei. Ein Moment in der Freizeit. Ich habe Bücher gelesen, von allen Technikbüchern. Ich filme, ich mache Fotos. Ab und zu fischen gehen. Oder meine Liebe ist der Marco zu Foto machen. Marco. Also, das ist meine Anwohnung. Gibt es so verschiedene Sachen zur Erinnerung. Ich bin. Schön, oder? Und hier auch ich bin. Schau sie bitte. Lange Haare. Das ist modern von 1980. Ich habe drei Kinder. Die Kinder sind regelmäßig zu mir besuchen. Muss nicht. Eine komplizierte Sache, sie nur kommen und sie läuten dann und dann sie sind da und sie hat mal wie kochen, wie essen und dann ich kochen und mein Kind hat sehr gerne. Wir genießen das Leben, fröhlich und wunderbar. Ankommen. Willkommen. Vor 2 Jahren bei mir hat ein Tumor entdeckt. Ich glaube, dieser Tumor hängt zusammen mit meiner Vergangenheit. Ich wurde in der Armee und im Vietnamkrieg. Und danach gibt es keine mehr. Also ich habe meine Jugend verloren. Wir haben getrennt am 17. Linie. In diesem Land, das Waffensystem vom Kommunismus, sie bekommen von Russland, von China und alle kommunistischen Länder. Und im Süden, Vietnam-Regierung, sie haben Waffensystem von Amerika. Ich habe persönlich nicht Vietcong gesehen, nur blitzschnell und fertig. Das ist nicht wie im Kino vor mir 100 Meter, 50 Meter sehen. Nein, wir sind sehr schneller. Wir haben sie nie gesehen. Ja. Früher, ich bin sehr gesund. Ich kann schwimmen in mehr 10 Kilometern oder ich springen 30 Kilometer, kein Problem. Sei ich in Konzentrationslager 2 Jahre und dann ich spüre, ich bin langsam, langsam, langsam schwach. Mit einem ich rauf vom Gefängnis und ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr da. Ich laufe in einen Körper leer, Gedenke und keine Grab. Gott sei Dank, ich habe einen Arzt gekannt. Er ist vom Militärarzt, vom Ungarn gewesen. Und dann er hat gesagt: Ja, du, die, deine Krankheit, ich sage dir ein Wort: Du musst verlassen von Vietnam, wenn du bleibst hier, du bist tot. Eine Nacht, die Leute zu mir gekommen und gesagt: Jetzt gehen wir. Ein Schiff, große. Der Schiff lange 11 Meter und breit 4 Meter. Und dann wir fahren in der Nacht weg von Vietnam. Und dann in unserem Schiff 104 Personen, von Männern, Frauen und Kindern. Ich will sagen, ich habe sehr Angst.
Wegen Wendeln und wir haben wenig Wasser, wenig Ernährung. Und die Leute organisieren, sie haben keine Technik, beherrschen. Und dann fahren wir auf dem Meer ungefähr, ich glaube, 4 Tage. Und dann wir sind in Malaysia. Eine den Vertreter vom UNO, ich erinnere mich, der Name von der Herr Chang Tong, er hat mich angerufen, Lim, 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 komm hier. Und er hat mich gesagt, Windu, in der Schweiz, kommen. Ich erinnere mich sehr gut dieses Wort, why not? Und er hat mir gesagt, you are sure? Ich habe gesagt, ja, sure. Andere Tag, wir sind in der Schweiz, 5 Uhr morgen, in Zürich Flughafen. Ich kann nicht mehr vorstellen, ich lebe in Vietnam. Weil über 30 Jahre in der Schweiz leben, ich habe hier gewohnt und ich liebe dieses Land. Jeden Tag ich gehe nach Luzern zu meiner Tumortherapie. Sehr interessant, der leitende Arzt hat gesagt, nach 2 Jahren meine Tumor immer stabil bleiben. Und mit der neuen Technologie zu Heilungsprozess, ich glaube, eine Bestimmung sei, werden geheilt. Wo das ist, mein Sinn und meine Wunsch zum Leben.